Naja, und auf Ding auch. Doch, 3,5 ist ja 7. Also bei beiden verdoppelt. Das ist einfach too much. Für so ein paar Tierchen da. Also, irgendwie passt es nicht. Dass sich der RAM-Verbrauch wegen einer Mod verdoppelt, das gefällt mir nicht, ganz ehrlich. Das gefällt mir nicht. Entweder spawnen Sachen zu viel, aber es sind jetzt auch nicht, also das verbraucht, also die eine Mod verbraucht mehr RAM als alles andere zusammen, als alle anderen Mods und als alle anderen Sachen zusammen. Also selbst als die normalen Tiere von Ark und alles. Also das steht in keinem Verhältnis zu dem Ganzen. Ich kann jetzt zwar nicht herausfinden, was genau so viel verbraucht, welches Tier oder was, aber es ist halt einfach zu wild. Wir könnten diesen einen Fisch vielleicht da abschalten. Weißt du? Ist einfach too much. Moin Crazy. Und ihr müsst mal schauen, wie heftig, also der. Ja, das können wir nicht so lassen. Das steigt uns in der Messliche. Guck mal. Hier. Gestern 1,1 Verbrauch. Heute 13,1. 13,4. Schau mal. Gut, wir sind jetzt so zweit drauf, aber ich stehe hier und mache nichts. Ich habe keine einzigen Tiere hier. Also das steht in keinem Verhältnis zu der Mod oder zu irgendwas. Ist einfach. Da ist einfach, stimmt irgendwas nicht. Beste Crazy, freut mich, freut mich. Ich habe gerade eine Mod mit Tieren draufgetan, die mir ein bisschen Sorgen macht, was die Server-Sachen angehen. Ach so, die ich letztens gezeigt hatte. Die ich letztens gezeigt, ich muss kurz nachlesen wegen ein paar Sachen da, wegen dem Motter. Die ich letztens gezeigt hatte, der gestern sind du dabei warst, die da. Der RAM-Verbrauch hat sich mehr als verdoppelt, nur wegen dieser Mod. Das ist nicht akzeptabel, finde ich. So, wir können vielleicht hier sieht, er ist ja auch drauf, ja. Wie heißen die denn überhaupt, diese Viecher? Die da? Ich glaube, das sind die, oder? Xipatinkus-Gedönse da. Sind das die? Ja, das müssen die sein. Da gibt. Ach, schau mal, es gibt von allem.
Jawohl, geil, jetzt hast du wieder was zum Essen hier. Moin, Timsen. Richtig viel, ja, hast du ja gesagt. Hast du ja gesagt, ja. Wir haben gerade das Arc Collection Arc Dings da drauf getan. Und da passt was nicht, weil die durch die Mod haben wir jetzt auf einmal 2,5-fachen mehr RAM-Verbrauch. Also ist krass, was das an RAM verbraucht auf einmal. Server sind on beide, aber ich werde. Du kannst auf Lost Island ganz normal drauf gehen. Ich werde aber Sea Island für ein paar Tests öfters neu starten. Denn ich muss den RAM-Verbrauch runterbringen. Die Mod hat das irgendwie zu hoch gepusht. Wegen einer Mod 2,5-fachen RAM-Verbrauch. Von 1,7 GB auf 4,2. Das ist nicht akzeptabel. Und fast. Ich weiß nicht genau, 5 bis 8-fache CPU-Erhöhung. So, ich brauche halt nur die Blueprints der Fische. Die müssen ja irgendwo hier stehen. Es sind 3 verschiedene Arten. Was war das? Die Convenator? Was habe ich gehabt? Was für ein Ding? Habe ich gerade irgendwas hier gehabt? Das hier? Ach so, das Ding. Ja, das ist so ein Dino. Der. Spuck dich an oder so ein Scheiß, weiß ich nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Das ist halt der Trailer. Weiß nicht genau, Hase. Ich muss mir kurz die Dinger raussuchen, gleich. Jetzt check ich es halt erst. Hier, schau mal hier, Miko. Du hast das Tier und du hast diese Arten. 1, 2, 3. Dann hast du Brachios, Aberrant, Extreme, Radiant, Woolly. Deswegen, wie ist es das? Hast du auch gesehen? Okay. Ja, ich habe das jetzt realisiert, ich habe das gar nicht so richtig. So, ich brauche nur den Blueprint von den Scheißdingern hier, dass ich sie rausnehme. Dann trage ich die mal in der Ini ein, in der Game Ini. Steht es hier gar nicht, steht es bei der Ding oder was? Bei der Mod. Hier ist gar kein Blueprint hier. Warte. Creatures in the Lost Island. Bring back Dentist. Wo krieg ich die Blueprints her? Die müssten ja eigentlich auch hier sein, oder? Irgendwo.
Echt, wie ihr alle begeistert von dem Laser seid. Das muss ich mal testen hier. Ich dachte, dass der... Wieso ist der Blueprint nicht hier? Weiß ich auch nicht, wie die rumflitzen. Smart Tribes Questing. Die Varianten. Ich muss halt alle drei Varianten, oder? Es sind zwei Varianten, muss ich abschalten, glaube ich. Oder nicht? Sind es insgesamt zwei oder drei? Also zwei, glaube ich. Es gibt ihn in Abyssal, Extrem oder Normal. Es gibt zwei oder drei. Wie versteht man das? Ach so, du musst ja die Mod jetzt auch runterladen. Hier. Du musst die Mod jetzt auch runterladen. Hier, Tim, sonst kannst du nicht drauf connecten. Dann fliegst du raus natürlich, klar. Warte, ich hau dir noch mal hier rein. Das müsste die... Genau, und dann kannst du wieder connecten. Also drei Stück muss ich deaktivieren, okay. Das muss doch irgendwie die ganze Spawn-Dinge auch stehen eigentlich hier. Wieso stehen die nicht hier? Normalerweise stehen die doch immer da. Oder hier ist keine Spawnliste oder sowas. Ich brauchte den Blueprint. Collection I refer to Architecture's Wiki for Spawn Info. Payment Controls. Hä? Und dann komme ich auf die Seite und dann ist es da nicht. Oder ich übersehe da was. Warte. Bin auch schon ziemlich müde wieder, ey. Ist einfach nicht meine Uhrzeit, wach zu sein, so in der Früh bis Ding. Also, gucken wir mal. Nochmal rein. Ja, nice. Ist ja cool. Okay, dann tue ich mir das schnell basteln. Und dann machen wir das schnell hier. Dann machen wir das schnell. Hier ist die Vorlage nochmal. Da. Hier. 2, 3. Zack, einmal. Zweimal. Und dreimal. Okay, habe ich. So, jetzt muss ich schauen. Mal trage ich es einfach in die Game Ini ein, aber durch dieses Tool kann ich es auch jetzt trotzdem eintragen in die Game Ini?
So, warte, erstmal die ersten kopieren hier. So. Also 4,2 ist also schon, also der Verbrauch ist schon krass. Also. Gucken wir mal, ob wir das runterregeln können. Ansonsten lass mal die Mod, vielleicht funktioniert es ja nicht gescheit. Oder vielleicht warten wir auf ein Update oder so. So, zumindest bei uns nicht. The Island, bla, wo bin ich hier? Game Ini. Achso, muss ich das jetzt eintragen oder was hier? Ganz normal unter Ding halt, unter. Und das Shooter Game. Script Shooter Game Mode. Aber komisch, wenn man das nicht selber machen darf, wenn man einfach ein Tool nutzt. So, Moment. Da kurz ein paar Sachen umstellen hier. Zack, hier rein. Da rein, okay. Jetzt sind das nochmal copy-pasten, dann rüber. Einfügen, schließen. Add. Ich muss jetzt das, okay, ich muss jetzt echt die Ding editieren oder was? Wieso lässt es mich nicht das machen? Okay. Da lang. Da rein. Add. Hier. Rechte Maustaste kopieren. Hier rein. Enter. Mal schauen, ob es funktioniert hier mit dem. Ich weiß nicht, ich würde lieber gerne das manuell machen. Statt über das Ding zu gehen. Ja, hat er nicht gemacht. Das ist doof immer. Oder schreibt er die Game Ini nicht um, wenn der Server läuft? Das hier, Replace. Key passt. Habe ich. Game Ini. SCP. Hat er nicht gemacht. Und wenn ich es jetzt manuell eintrage, einfach. Schließen. Ja. Schließen. Ja. Game Ini. Windows Server. Game Ini. Was ganz oben hin, dann ist zack, 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 speichern. So. Ah, warte, ich bin hier auch am anderen Server. Moment, ich hab den, Moment, ich muss kurz hier. So ein Scheiß, Alter. Ich muss hier auf The Island gehen, ich war auf Lost Island. Server, Server 2, Shooter Game, Saved, Config, Synos Server. Bla. Einfach mal bla als Test. Enter. Speichern. Game Ini. Okay, bla geht. Ah ja. Bla ist beste. Ah, das ist ja voll PP, so einzufügen was. Das geht, das ist ja total bescheuert.
Also dieses Tool macht mich fertig. Normalerweise kann ich es einfach copy-pasten, aber ich muss jetzt durch dieses Arc-Manager das dann hinzufügen oder was? Warum ist eigentlich die Gaming hier auf der Island so leer? Ja, tut so nicht rein. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Tool hinzufügen kann. Keine Ahnung. Das ist ja voll beschissen. Der macht immer ein Ist gleich da rein. Ich weiß nicht, ich habe echt keine Ahnung. Das ist total nervig mit dem Tool. Kann ich ja mal zeigen. Also ich meine, zeige ich habe hier. So, warte. Ich checke auch nicht, warum die Game-Indie bei dem anderen Server so leer ist. Wo ist denn das Bild jetzt für euch? So, hier. Habt ihr jetzt alles? Ja, das habt ihr. Okay. So, also. Ich muss den Mist hier einfügen. Da. So, das muss ich einfügen. Das muss ich einfügen. So, aber... Dadurch, dass ich den Arc Server Manager nutze, darf ich das hier nicht einfügen. Normalerweise 2 Sekunden, 3 Zeilen einfügen, Ende der Geschichte. Okay. Darf ich nicht. Weil, wenn ich das hier einfüge und speichere und hier der Arc Server Manager speichert, dass du es überschreiben, ist alles weg. Ich muss das durch dieses Tool machen, durch dieses Ding hier. Problem ist, es gibt Key und Value. Key und Value, wenn ich es mache, dann... Delete all, paste all. Dann tut er immer ein Ist gleich machen, weil es ist gedacht für bla 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 Ist gleich 5 oder so. Ich brauche aber kein Ist gleich bei dem. Ich brauche kein S gleich. Ich kann aber nur Key and Value eintragen hier. Hier ist es ja okay. Hier, da. Tickt man ein. Bla. Key und Value. True. Und das sind die Sachen eckige Klammern. Aber bei der Custom Init brauche ich das nicht bei dem. In dem Fall. Weil das Ende ist eine Klammer zu. Normalerweise, ja, das ist ja eh total strange, dass der Server hier saved, config, Server, das ist die Game Mini, das ist die Game Mini von Lost Island da. So. Was ich nicht verstehe, warum ist die Shooter Game saved? Warum ist die andere so leer? Verstehe nicht. Die von Lost Island. Ich hab doch den Server 1:1 rüber kopiert. Jetzt sogar synchronisiert. Warum ist die Ini von Lost Island leer? Check ich nicht. Irgendwie ist das total komisch mit dem Tool. Ich bin lieber Fan, wenn ich den Scheiß selber mache. Nervig, Alter. Das ist ja anders nervig.
darf das nicht einfach so hinzufügen. Ich muss das durch das Tool machen, aber es lässt mich das nicht machen. Lässt mich das nicht einfach machen. Bist du noch drauf, Miko, auf Dingsbums? Nee, ne? Ich sehe dich gar nicht, du bist nicht drauf, nee, bin ich. Ich fahre das mal runter. Den Island zumindest. Ist einfach umständlich mit dem Teil, keine Ahnung. So, okay, ist unten, zack. Jetzt gucke ich mal, ich check eh nicht, warum die Ini leer ist hier. Check eh nicht, warum die leer ist, aber ist ja jetzt egal. Es geht hier nur darum, erstmal die Tierchen da rauszunehmen. So, die ist komplett leer. Ich habe copy-pasted, der andere ist so einmal leer. Weiß nicht genau, aber wurscht. So, Testing Island, wurscht. So, was ist das für ein Ding hier? Was ist das hier? Face Section Data? Achso, das meinst du. Fest Item Data, okay. Custom Config Data. Im Endeffekt soll es ja nur hier rein. Das ist ja ganz normal. Das ist ja nicht schlimm hier, das kann man ja machen. Also, das macht er ja richtig so. Das hier dann so oder was? So? Hier oder was? Ah, okay. Da. So oder was? Wenn ich das jetzt hier mache, Save. Server.
Game Ini. Ah, okay, hat er gemacht. Okay, cool. Aber ich check ihn nicht. Ich check nicht, warum sie leer ist. Lol. Okay. Mal schauen. Mal kurz was testen jetzt hier. Ich finde es halt seltsam, dass die Ini halt. Das auf jeden Fall geht es. Ja, das passt so. Dankeschön. Ich jetzt hier drauf gehe und sage auf Sync. Auf Sync mit sie ein. Ich habe einfach All gemacht. Und das ist. Also All beinhaltet für mich All. Verstehst du, was ich meine? Alles heißt alles. Mache ich mit The Island, mache ich mal die... Achso, es gibt aber keine Custom. Okay, okay. Es gibt ja keine Custom-Dinger. Ja gut. Ja gut, dann passt es ja. Das sind Dinge jetzt hier. Ich lösche, zack. Alles lösche. Ich mache hier Save. Nächste Video öffne. Ist drin. Okay. Ja, dann mal gucken hier. Einfach mal hier. Jetzt sind die Viecher weg, Miku. Also sollten weg sein. Ich weiß ja nicht, ob es funktioniert. Mich wundert halt. Ich habe den Server ja kopiert, ne? Er hat ja alles gemacht, aber. Es ist ja identisch alles, aber das... Hä? Ich check das nicht. Die Main-Settings sind ja sowieso in der Game-Ini. Hier, warte. Da. Servers 1. Shooter-Game saved. Config. Wunder-Server. Hier. Die ist voll. Das sind die ganzen Regeln. Und auf The Island ist die leer. Was das ist, das ist wild. Also das ist anders bescheuert. Denn die ganzen Settings sind bei beiden identisch eingestellt. Die Settings, die hier sind, sind bei allen bei beiden Servern gleich. Die sind alle identisch eingestellt und bei beiden Servern. Und Sachen von hier müsste er ja auch eintragen in die Game-Ini. Zum Beispiel das hier. Das muss er in die Game-Ini eintragen hier. Verstehe nicht, warum er das nicht macht. Hier,
Hier ist es aber eingestellt. Es ist eingestellt. Es ist identisch. Hier ist alles identisch. Aber es ist nicht in der Game Mini drin. Das ist halt echt komisch. Es ist eingestellt, aber es ist nicht. Ich weiß nicht, ob dieses. Ob dieses Arc Manager irgendwo steht, dass es die Game Mini von einem Server nimmt. Kein Plan. Kein Plan. Aber es ist ja eigentlich alles okay auf sie. Es passt ja. Ich meine, es läuft ja alles. Es ist auch alles identisch. Nur wundert es mich halt, dass es halt nicht so da steht. Weil die Game Mini müsste bei beiden gleich sein. Aber egal, es läuft ja. Ihr müsst nur mal kurz beobachten, ob die Tiere identische Stats haben auf beiden Servern. Weil ist laut der Beschreibung ja nicht. Aber laut dem Arc Server Manager schon. Egal. Egal. Kriegen wir schon hin. So, jetzt haben wir den Mist hier weg. Und mal gucken, wie das mit dem RAM ist. Ach du Scheiße, ist jetzt schon wieder so viel. Lol. Schaut euch mal den RAM-Verbrauch einmal an. Hier. Auf Sea Island. Jetzt drehen beide durch hier. Und zur Erinnerung, das ist der RAM-Verbrauch ohne die Mod. Hier. Da. Das ist da. Das ist ohne die Mod. 1,9. Das ist jetzt. Sehr, sehr wild. Ich muss die gleich mal ganz deaktivieren, um zu schauen, ob das sich dann wieder entspannt. Ich glaube, ich muss auch gar nicht drauf gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich drauf gehen soll. Kein Plan. Warum soll ich überhaupt drauf gehen? Aber ich mache einfach mal. Zumindest ist der Verbrauch runtergegangen auf Lost Island. Jetzt ist auf der Island identisch. Sehr wilde Sache, sage ich dir. Mag ich euch. Erstmal Spyglas schlucken hier. Ja? Huh. Ist das der alte, eine neue hier? Und hier. Zack. Zack. Und rein da. Das normale Sarko. Thank you.
wir mal schauen, ob die Viecher weg sind. Ich hätte auch gleich das Ding aktivieren sollen hier, so ich scannen kann die Tiere. Aber ich mach das anders. Wo ist jetzt das Speed-Ding? Ja, wieder Testarbeiten hier am Server. Tut mir leid, Chat, aber ja, das ist halt alles nun mal so. Das ist halt alles so. Und das müsst ihr euch live im Stream geben. Hab das früher immer vor oder nach dem Stream gemacht, aber ist auch Schwachsinn, jedes Mal das aufzuhören wegen sowas. Warte kurz. Gibt's bei dir noch vor oder nach? Bist du immer online? Momentan nicht, nein. Momentan nicht. Aber geht ja nicht ewig so. Geht ja nicht ewig so. Von wie viel? Von 1,9 GB auf 4,1 GB. So, deswegen muss man halt hier alles live im Stream ertragen. Mal interessanter, mal nicht interessanter, keine Ahnung, je nachdem, was man Bock hat oder nicht. So, ich muss das dann wieder ändern hier. Aber haben wir viele Sachen gemacht und gesehen und gezeigt in den Monaten oder Wochen oder Tagen, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ich sage immer, das Ganze ging nur 5 Minuten. Wenn jemand fragt, wie lange streamst du? 5 Minuten am Tag. Reicht ja auch. Reicht ja auch. Also ich teste den ganzen Mist auf The Island und dann schauen wir halt dann. Wenn das alles funktioniert, dann mache ich das auf Lost Island auch. Kannst du mal schauen, Mikro, ob es die Tierchen irgendwie im Wasser oder irgendein Tier überhaupt da gibt auf Ding auf Lost Island? Zufällig? Weil laut RAM-Verbrauch ja, aber so habe ich vorhin keins gesehen. Jo, fahr runter. Zeit wird's. Ich warte. Ich kann das nicht arbeiten, solange das so ist. Und dann muss ich nochmal hochfahren. Was schauen und nochmal runterfahren. So. Also. True, zack. False, zack. Save. Das hier. False. Okay, und wieder starten. Das war's. Jetzt wieder warten. Man nimmt da eine Änderung vor, muss dann wieder warten. Aber ist okay, das macht mir schon Spaß. Trotzdem war das Breeding spaßig, aber in der Zeit wachsen die Tiere auch auf. So ist ja nicht. Island läuft ja weiter. Ich habe ja da keinen Nachteil.
Aber er macht einen schnellen Start, das gefällt mir. Das gleich ist es sofort wieder da. Ja, muss halt hier warten da. Gucken wir das halt an und warte mit euch. Ja, so ist das. Das hat da viel mit Warten zu tun. Hab ja auch was. Seit wann habe ich denn angefangen zu zocken halt? Ich habe auch schon ein bisschen was gemacht heute. Was ist mein Protokoll hier? Bla 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 bla. Hier. 11.08 Uhr bis. Keine Ahnung. 11.08 Uhr bis ich halt gesagt habe, komm, wir tun die Mod drauf. Oder wir lassen es einfach und gut ist. Aber noch testen wir mal. Okay, ist wieder da. Na dann. Na dann, auf geht's auf die Insel. Ja. Muss ja immer alles testen und schauen. Weil ich habe mir das zwar vorher super überlegt, welche Motten als ich drauf tue, aber dennoch kommen noch irgendwelche Sachen, Settings und Mods dazu. Wenn jetzt Lars und Fufi da gewesen wären, hätte ich gesagt, mach jetzt ein andermal. Ich hätte halt Bock auf die Sachen noch zu machen, die vielleicht mal so einen Drop oder sowas. Dass wir ein paar Rex-Sattel kriegen, aber keine Spur von den beiden. Meine Uhr laden. Wo ist denn das Ladegerät hier? Wo ist denn das Ladegerät hier? Also das Kabel hier. Keine Ahnung, soll ich. Keine Ahnung. Das da? Ne, das ist das andere Teil. Das ist das hier. Keine Zeit jetzt. Mal schauen. Mal nachher. Muss gucken. Testen wir mal, ob das funktioniert. Ob die Dinge schon da sind. Giganotosau. Passt schon. Ja, ist da. Okay. Wie ist das Teil? Okay, gar keiner da. Passt. Schön. Wie heißen die anderen? Dino. Ich mach mal Dino ein hier. Da gibt es aber die anderen noch. Das ist ja im Server hier, oder? Dino-Suchers, okay. Dino-Suchers ist da, okay. Dann gibt es noch den Archer. Ist auch da. Ist das die Schildkröte oder was ist das? Ist das Schildi? Ja, das ist die Schildkröte oder sowas, genau. Okay. Ja.
Okay. Dann gibt es noch den XIPH. Der ist ja, der soll ja raus sein. Schön geschaut. Der soll es gar nicht geben. Passt. Als nächstes ist der Bra, der Brachio. Der ist ja da, mal schon gesehen. Okay, Volio braucht es aus. Gibt schon eine Menge. Wieso sind da so viele, Alter? Boah. Das ist ja, die ganze Insel ist ja voll. Was ich testen muss, ich tue den Spawn wieder auf 1,0 statt auf 1,2. Weil es ist eh schon entspannter. Lol. Okay, der, den gibt's, den Akrokant. Der ist selten. Ist das der Rex? Fuzzi da, ne? Okay, der ist selten, gut. Dann den Konkavenator. Der durft hier mit dem Namen. Konka. Wer ist die? Ist es nicht? Steht aber so da, oder? Bei der Mod habe ich es extra nur kopiert. Den gibt es zum Beispiel nicht. Warum auch immer. Ach, den gibt es nur wo Wüste und es gibt keine Wüste auf The Island. Alles klar, danke. Okay, den gibt es auch genug. Aber der Ding ist sehr heftig hier. Brachio. Wie oft gibt's den denn? Überall. Aber es gibt nur... Ist so andere Seite, gell? Uli. Es gibt nur zwei Arten, oder was? Von dem? Ach so, zumindest hier auf The Island. Es gibt noch Aberrant. Okay. Ja, gut. Kommt die Map drauf an. Nuklear. Mhm. Brand gibt's auch so oft. Okay. 61 Brontos und Brachio 52. Gut. Dann weiß ich, was ich zu tun habe im Server. Moment. Dann muss ich hier wieder rumfummeln. Warte, wir haben jetzt Verbrauch 4541. So. Ist das Environment oder was? Ja, das ist richtig, genau. 1,0. Safe. Hab ich. Das ist hier Island. Okay. Mhm. Safe 1,0. Gut. Lost Island. Ende ich dann auch. Safe. Dann probiere ich mal, wenn ich auf The Island gehe und auf Sync mache, was Lost Island geht und nur die Game Mini sinke. Wo ist die? Game Mini. Ja, mach mal. Werd aber vorher die Game Mini sichern. Kopieren. Habe ich. Ja, mach mal. Ja. Close. The Island. Game Ini. Achso, ich habe hier noch Bla drin, okay. Jo.
Save. Wenn es sinkt, heißt es, es tut noch Sachen dazu, obwohl es andere Typen auch noch gibt, okay? Also sinken heißt nicht, er tut das angleichen, Copy-Paste, sondern er tut es einfach vom anderen dazu. Bei dem Programm, okay? Das muss ich auch erst wissen. Gemini. Ist jetzt hier leer, okay? Ich dachte mir, dass sie leer ist. Mhm. Ich jetzt die Gemini wieder kopiere von The Island und speichere. Save. Ist dann leer? Jo. Fuck, jetzt ist alles weg. Aber die ganzen Settings sind doch eh hier, ich verstehe das nicht. Oxygen. Gut, ist mir alles egal. Dino Settings. Und ich kann doch bestimmt eine einfügen hier, so eine Ding. Ich muss nur ein paar Sachen rumprobieren hier, warte. Game Ini. Ich kann auch da eine einfügen, genau. Das mal hier weg. Jo. So, der Game. Saved. Config, Windows Server, Kopie.